Der Lesen über 200 Jahre Falkenthal. Ja, hallo, hier ist der Herr Django. Ich begrüße euch auf meinem Kanal. Ist mal wieder im Wald unterwegs. Ja, ist ein schöner Tag heute, Sonnenschein. Und meine Kopfhörer sind jetzt auch endlich angekommen. Die schönen, guten Detektnetz. Da, also ganz einfach zusammengesteckt. Klettverschluss, funktioniert einwandfrei. Und dann sind wir auch schon mal beim, ja, sag mal, zweiten guten Fund. Ich hatte schon mal einen Knopf gefunden gehabt, aber ich zeige euch nachher. Und jetzt habe ich hier so ein Teil gefunden. Das ist irgendwie vielleicht vom Hosenträger eine Schnalle, sondern so ein Knipser. Würde ich mal sagen. Ich mache das mal ein bisschen sauber und dann zeige ich euch gleich. Jetzt habe ich das Ding mal ein bisschen sauber gemacht, ist mir leider die eine Seite hier abgebrochen dabei. Und hier steht DRP drauf. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Heißt das Deutsches Reich Produktion? Also ich gehe mal davon aus, dass das irgendwie so ein Strumpfhalter war. Hier war der Strumpf dran und dann wurde hier irgendwo, hier war der Halter und hier wurde der Strumpf vielleicht festgemacht. Also ich gehe mal davon aus, weil hier auch so eine Widerhaken sind. Haben wir einen alten Strumpfhalter gefunden. Gut, nehmen wir mit. Jetzt kam gleich der nächste Fund. Das ist ja 80 cm daneben. Habe ich hier einen Knopf gefunden. Und das sieht aus vielleicht wie so ein alter Wehrmachtsknopf. Ja, ist ein Wehrmachtsknopf. Aber ich nehme mit dem Spaten hier. Ich hatte vorher schon mal einen Knopf gefunden. Warte, ich zeige euch nachher mal. Was für ein Knopf ist, weiß ich nicht. Ja, schöner Knopf. So, und hier aus dem Loch, hier, also war das Loch, war nicht tief. Und hier so ein komisches. Ja, sieht was für ein Teil ist. Ich gehe mal davon aus, dass es irgendwo zeltbaren Stoff irgendwo, wo was durchgegangen ist, dass es halt nicht ausreißt. Da war festgeklemmt gewesen. Naja, nichts Besonderes. Schmeiß mal weg, kann der Müll. Hier das nächste Signal. Münze? Nee. Ach genau, so ein Teil hatte ich auch schon mal von ihr gehabt. Was ich euch eigentlich zeigen wollte. Das ist irgendwie so ein Unterteil. Boah, der. Dieser Deckteil vom Knopf sehen. Das sieht so komisch aus. Ja, vielleicht weiß einer von euch, was das für ein Knopf ist. Ich weiß es nicht. Naja, so ein Teil hier. Nicht besonders. Und die Kamera wieder an, jetzt bin ich so ein Stück gelaufen. Jetzt habe ich hier auch wieder ein Signal gehabt. Wo war das? Ja, wenn man mal was sucht. Hier war es so, als wenn es schon draußen war. Hier ist was. Was ist das?
gehe mal davon aus, unten Reichspfennig oder so ein Quatsch. Na, nicht so dolle da nach rein. Ich hab ja na gut vorbereitet, ne? Man hat ja Wasser dabei. Naja. Ja, was da kennen kann ich jetzt erstmal nicht. Ich gehe mal davon aus, irgendwie 2 Reichspfennig. Also ich sehe was ähnliches wie ein Adler, sehe ich schon so ein bisschen drauf. Gut, muss ich mal zu Hause sauber machen. Ist jetzt nichts Besonderes. Gut, also. Und eine Münze. Und ein Stück Aluminium. Und ein rostiger Nagel. Und einmal ein Messingschrott. So, und hier haben wir nochmal Schraube mit Mutter. Auf dem Weg hier nochmal. Aluminiumschrott. Mein nächster Fund hier ist nicht so eine Art, das ist halt ein Löffelfragment oder Gabelfragment. Irgendwie sowas. Verbogenes altes Schrott. Also man kann nichts mehr drauf erkennen. Ja, ist Schrott, kommt weg. So, jetzt bin ich hier. Da hinten steht mein Auto. Hier war der Weg, jetzt bin ich hier rübergegangen, hier ist auch ein bisschen Berg und Tal. Jetzt habe ich einen Oberflächenfund gefunden, den Jutzen, eine Wasserflasche. Und ich sage euch, die pisst schon. Das sind glatte 25 Cent, sage ich euch. Die kippe ich jetzt aus. Erstens habe ich den Wald gegossen. Zweitens mache ich den Wald sauber, weil ich es mitnehme. Und drittens, ich kriege noch 25 Cent dafür. Ist das nicht schön? Steht so ja noch. Ein Weg, 25 Cent. Jo, habe ich den Wald sauber gemacht, den Wald gegossen, die nehme ich mit. Kurz nach der Flasche, ein Zeltbahnring. Also die Flasche hat, glaube ich, da gelegen. Da so. Oder da. Weiß ich gar nicht. Hier drin irgendwo. Liegt immer noch da. Und jetzt kommt ein Zeltbahnring. Ja, nehme ich mal mit, mal sauber. Mal gucken, sieht zwar ramponiert aus. Und was soll ich sagen? Genau hier nach der zweite. Also hier war der andere, der erste. Und hier war der zweite jetzt. Zeltbahnring. Also hier sind so komische Löcher. Vielleicht kennt einer von euch sich ja damit aus mit den Teilen. Kann auch was von der NVA sein. Oder von der Russen, ich weiß es nicht. So, hier vier pfeift ja ein schöner Wind. Also aus dem Loch da unten drinne habe ich ja eine Patrone gefunden. Aber ist nichts. Kommt weg, keine Müll. Gut, bis zum nächsten. So, ich habe heute nur eigentlich Schrott gefunden. Und ja, wenn ich ja mitten in der Pampa werde ich doch jetzt aufhören, glaube ich. Keine Lust mehr. Muss auch nachher noch arbeiten. Es ist heute Sonntag. Und ich habe Nachtschicht. Das ist Ohrensignal gewesen. Aber scheiße. Und ja, dann werde ich jetzt langsam aufhören. Wie gesagt. Kein Bock mehr. Ach, guck mal da. Guck mal da, eine schöne Flasche. Wer hat denn die für mich da hingelegt? Was? Könnt ihr lesen? Über 200 Jahre Falkenthal. 200 Jahre Falkenthal. Die sieht ja gut aus. Ja, 0,35 Liter. Oh, hier ist ein Adler drauf. Da steht hier 1759. Das ist die Flasche von 1759, kriegt man nicht vorstellen. Ist ja Aluminium dran. Alter, das ist ja eine schöne Flasche. 200 Jahre, könnt ihr das lesen so schön? Stimmt, wa? Die sieht ja geil aus. Was ist denn das Falkenthal? Falkenthal. Da muss ich mal googeln.
sieht aber schön aus, oder? Über 200 Jahre verhalten da. Ja, die nehme ich mit. Also zum Schluss jetzt noch, ist ja geil. Jetzt habe ich auch keine Lust mehr. Jetzt werde ich nach Hause fahren. Mal sehen, wenn ihr das sehen solltet hier, gerade jetzt zum Schluss hier mit der Flasche, dann habe ich noch Lust gehabt zu schneiden. Und wenn nicht, dann habt ihr das nicht gesehen. Ja, gut, dann bedanke ich mich für Zusehen. Und ja, und ich glaube, heute ist Sonntag. Heute waren es 500 Abonnenten bei mir auf dem Kanal. Das ist ja mega krass. Danke, dass ihr alle fleißig abonniert habt. Und ja, freut mich total. Und jetzt sehen wir auf die nächsten 500, dass es 1000 wären. Und dann, wenn es 1000 sind, dann lasse ich mir mal was ganz Geiles einfallen. Dann werden wir mal ein Gewinnspiel machen. So richtig cool. Dann kann man bestimmt auch was Tolles gewinnen. Ja, und falls ich das Video eigentlich noch vor der DSM, vor der Deutschen Sondelmeisterschaft, noch fertig kriege und online stellen kann, ja, da fahre ich hin. Da nehme ich jetzt, glaube ich, 750 Kilometer an auf mich und mit meinem Herrn Sondelkollege. Ich glaube, da machen wir das denn, dann zeigen wir euch auch mal, wer das ist. Dann stellt er sich auch mal vor, oder Mike. Der ist zum Beispiel Mike. Und ja, dann gucken wir mal. Gut, dann war das gewesen. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen zum 20. Mal. Und ja, abonniert fleißig. Daumen nach oben, wenn es gefallen hat. Und Daumen nach unten, wem es nicht gefallen hat. Ja, heute, wie gesagt, eine Schrottrunde, ein Zinker und die Flasche hier, die ist eigentlich geil. Finde ich fast am tollsten. Und sonst nur Schrott und ja, der Knopf und mehr war nicht. Gut. Dann bedanke ich mich für Zusehen und tschüss, euer Herr Django. Tschüss.